So, es geht weiter. Letzte Folge haben wir ja, die Schweinerei von Exo Jenny aufgeräumt und jetzt werde ich den DLC spielen. Vorher gucke ich mich hier mal noch ganz schnell um. Ich glaube, das war's aber. Genau, wir haben hier alles erledigt. Und wir haben noch ein System, Matano. Vielleicht verschiebe ich das doch wieder. Ich glaube, bei Matano ist noch das Cerberus, die Cerberus-Einrichtung. Ich glaube, ja. Magnesium entdeckt. Is nothing. Nothing. Kaska, das ist ein Planet, wo man landen kann. Kaska ist eine große Welt von geringer Dichte, die ihrem weiter innen liegenden Nachbarn Inti im Wesentlichen gleicht. Wie auch Inti umläuft Kaska Matano in gebundener Rotation, weil immer dieselbe Seite der Sonne zugewandt ist. Gibt es eine glühende heiße Tag- und eine eisige Nachtseite. In den gemäßigten Zonen um die Schattengrenze herum liegen die Temperaturen im Schnitt bei um die 30 Grad Celsius. Zusammen mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre erlaubt dieser schmale Streifen bewohnbare Terrains eine begrenzte Kolonialisierung durch Menschen. Kaskas Ring ist einzigartig. Es hat den Anschein, als handele es sich in Ermangelung eines besseren Ausdrucks um ein gewaltiges Stück außerirdischer Installationskunst. Die Ringe bestehen aus kleinen Stücken synthetisches Die Ringe bestehen aus kleinen Stücken synthetischen Materials und sind vom Weltraum aus fast unsichtbar. Für einen Betrachter am Boden fangen sie das Licht Matanus ein und streuen es auf malischere Weise. Es ist unbekannt, wann und von wem dieser Ring geschaffen wurde. Kaska befindet sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und es gibt kaum mehr als ein paar über die Oberfläche verstreute Pionierteams. Man ist noch dabei, Informationen zu den örtlichen Gefahren und zur Ökologie zusammenzutragen, während auf der Erde eine gewaltige Rekrutierungswelle für Kolonisten vorbereitet wird. Meine Güte, ey. So mache ich das doch noch. Da das eine menschliche Angelegenheit ist, werde ich gleich mal wieder mit unseren beiden Kerlchen dahin. Cerberus-Einheiten sollen ja hier unterwegs sein. So, dann mache ich das mal noch. Ach du Scheiße. Zivilgebäude, wissenschaftliche Einheiten, Zivilgebäude. Ja, mal alle mal hier angucken. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich euch wieder eigentlich letzte Folge und die Folge davor versprochen, dass ich den DLC spiele. Jetzt wird wieder nichts draus. Aber nach dieser Mission verspreche ich euch. Verspreche ich es lieber nicht mehr. Aber ich werde es danach höchstwahrscheinlich spielen. Ich versuche es. Aber die Mission werde ich jetzt mal noch schnell machen. Und dann spielen wir den DLC. Ich weiß gar nicht, wie der DLC auf Deutsch heißt. Ich weiß nur, wie er auf Englisch heißt. Bring down the sky. Wow, hier geht's bergab. Ach du Scheiße, da komme ich doch niemals hoch. Nee. Ich versuche hier hochzukommen irgendwie. Irgendwie hochkommen, vielleicht hier hoch. Komm schon, zieh an. Jawohl. Na, hier sieht gut aus. No, komm schon. Oh, okay, knapp. Jetzt bin ich, glaube ich, beim höchsten Berg. Ne, da ist noch einer, der höher ist.
Oh. Eine Proteaner-Ruine. Scheint nichts weiter zu sein, wie man raus ist, weil hier ist aber trotzdem irgendwas auch hier. Artefaktbergen. Proteanische Daten, die es gefunden hat. In der Kiste befindet sich eine kleinere proteanische Artefakte, darunter auch eine intakte proteanische Datenliste. Sie scheint in hervorragendem Zustand zu sein. Okay. Also wäre so eine Proteaner-Ruine oder Pyramide. Dann fahren wir mal rüber zu den Trümmern. Die müssten gleich auf der anderen Seite sein. Also offensichtlich war hier ein Forschungsteam zugange. Okay. Volle Möhre runter und da müssen wir mal gucken, wie wir wieder hochkommen. Vielleicht da drüben. Ah, da hinten ist schon die Basis. Ach, da gibt es. Das ist eine Sonde, die abgestürzt ist. Shit-Modulator, okay. Her damit. So, dann gehen wir mal hin, Zivilgebäude, untersuchen wir das mal. Warum das da schon abgekreuzt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir gucken einfach mal, was da so los ist. Wo sind denn alle? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Oh nein, Husk! Was machen die denn hier? Gott, die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Okay, ich will mal kurz speichern. Kolonie der Toten. Erkämpfen sich einen Weg durch die verwandelten und jetzt feindlichen Kolonisten und suchen sie nach Überleben und Hinweisen. Okay, klingt erstmal spannend. So. Shotgun Time. Okay, hier sind auf jeden Fall Gegner. Guten Morgen. Jetzt kommen sie alle.
Na komm. Machen wir so einen Scheißeffekt, wo wir die Schilde verlieren. Ja, tschüss, Junge. Die hasse ich ja. Die werden noch mal richtig ätzen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Im Mass Effect kommt noch einiges. Und die sind auf jeden Fall auch hin und wieder mit von der Partie. Und ich kann mich noch düster an ein paar Stellen erinnern, wo diese Kerle echt extrem nervig sind. Und zwar richtig extrem. Was ist denn das für eine Waffe gewesen, die Brawler? Firestorm, Tornado. Die Brawler, das ist Kaidan, die Waffe. Obwohl, der hat eine bessere. Ja, dann nehme ich sie halt. Wie sieht es denn mit Rüstung aus? Alles großer Dreck. Meine wie heißt sie denn, die Rüstung? Mercenary, genau. Oder Mercenary, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich glaube aber Mercenary. Ich denke mal, dass es der englische Begriff ist, der hier gemeint ist. Noch ein neues Präzisionsgewehr, die Volkov 7. Okay, das Ding ist mal richtig gut. Gekauft. 261 Schaden. Ich glaube, mittlerweile habe ich dann schon fast alle Superwaffen. Aber hier haben wir jetzt keine Hinweise von Überlebenden oder generell Überlebende gefunden. Die sind alle schon verwandelt. Na, dann gehen wir mal wieder zurück und untersuchen die nächste Basis. Vor allem müssen wir ja noch rausfinden, was hier eigentlich passiert ist. Ne? Wir wissen ja nur, dass Cerberus eventuell dahinter steckt. Die haben ja irgendwelche Schweinereien angestellt mit den Leuten. Oh, da ist noch ein fehlerhaftes Objekt. Brandmunition, hätte man es auch nicht sparen können. So, suchen wir den nächsten Punkt. Zivilgebäude. Okay, da sind auf jeden Fall diese komischen Spießteile. Okay, und da sind auch wieder zigtausend Gegner. Okay, da kommt noch einer um die Ecke. Scharfschützen nicht ausprobieren, wie gut das ist. Lol. Lol, das killt die ja mit einem Schuss? Das ist ja Wahnsinn. Wo ist denn der andere Typ? Der steht da hinten irgendwo. Ja, jetzt kommt er. Okay,
glaube, wir haben sie wieder alle erwischt. Und wir sind Level up, Level up, Level up. Aber eine Güte, das Präzisionsgewehr, das tötet ihr mit einem Schuss. Wahnsinn. Da geht's hoch, aber gucken wir uns erstmal unten um. Ich glaube aber nicht, dass hier noch irgendwas ist. Oh, da ist eine Medizinstation. Aber wir haben bereits alles. Ah, da gibt es noch eine Kiste zum Öffnen. Ich glaube, das verkaufe ich hier mal. Verhüge ich mal alles. Zack. Zack. Ja, da gehen wir mal nach oben. Vielleicht gibt es hier ja irgendwelche Hinweise darauf, was mit der Kolonie passiert ist und generell, was ja, was Cerberus angeht. Wir haben ja schon ein paar Cerberus-Basen auseinandergenommen. Also diese menschliche Organisation, ja, diese, die offenbar ja einem gewissen Kommando unterstellt war und sich dann selbstständig gemacht hat, wie wir das mitbekommen haben. Oh, ein Bioverstärker. Wäre was für Kaldan, Unity. Abkühlungsbonus. Leichte Dechiffrierung. Alles Dreck. Eine Kiste haben wir noch. Und da haben wir eine Crossfire. Was ist denn die Crossfire? Oh mein Gott! Ist das Ding gut? Das ist ja in allen Belangen besser. Okay, gekauft. Dann kann ich Ashley nämlich das andere Ding geben. Obwohl, die Tsunami kann ich ihr geben, da hat sie nämlich noch nicht. Dann hat sie jetzt auch einen dritten Slot, aber da haben wir leider nichts mehr. Meine Güte, die Crossfire ist richtig gut. Okay, einen Punkt zu verteilen. Fitness, Pistole. Wir hatten mal das Sturmgewehr und die Schrotflinte jetzt leveln. Kaidan auch einen Punkt. Eine Elektronik noch hochmachen und Ashley. Können wir mal die Shotgun leveln? Dann müssen wir die Pistole ein bisschen leveln. Nee. Nochmal Erste Hilfe. So, vielleicht finden wir da drüben Antworten in der Hütte. Oder auch nicht. Ja, offenbar nicht. Ich habe gedacht, da geht's weiter, aber da geht's anscheinend nicht weiter, obwohl die Tür grün angezeigt ist. Fangen wir nochmal zum letzten Gebäude. Das müsste, glaube ich, das Forschungsding sein, oder? Wissenschaftliche Einrichtung, genau. Ist hier hinter dem Hügel. Ich fahre mal einmal außen rum. Hier ist es oben auf dem Hügel. Doch, glatt oben auf dem Hügel sein. Ja, ich glaube, das ist oben. Müssen wir mal kurz gucken, dass ich hier nicht von der Death Wall erwischt werde. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Okay, wieder ein paar Husk. Tja. Was ist hier passiert? Finden wir jetzt vielleicht die Antworten auf diese Frage? Ich weiß es nicht.
Okay, hier sind noch mehr von diesen komischen Teilen, die die Geth auch benutzen. Ich werde mal Sicherheit speichern. Die Sache ist mir nämlich nicht gerade geheuer. Scheiße, ich komme auch von der anderen Seite. Ich glaube, wir haben sie alle erwischt, oder? Okay, das war ein bisschen erschreckend. Hättest du ein bisschen überrascht gewesen, dass sie da alle angestürmt kamen. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so eine Art Lagerraum. Obwohl, machen wir uns nichts vor, das ist derselbe Raum, den wir schon vor 5 Missionen hatten. Ja, man merkt, dass vieles einfach. Ja, da waren sie halt übervorsichtig, ne? Es ist halt. Ich glaube, das ist generell einfach so, wenn man Spieleentwickler ist, dann muss man natürlich schauen, dass man da nicht gleich alles rein investiert, was man so an Ideen vielleicht eventuell hat. Die Rüstungen sind ja nicht so sehr unterschiedlich, sind meistens einfach nur 3, 4 Modelle, die dann halt einfach immer farblich angepasst sind, genau wie bei den Waffen. Die Waffen sind wirklich nur 4 Modelle, die immer unterschiedlich irgendwie farblich sind, aber das war es dann auch. Und die Räume für die Nebenmission halt eben auch. In Teil 2 und 3 merkt man dann schon, dass sie ja, da ein bisschen mehr Vertrauen hatten. Auch was dann nachher die Waffenmodelle angeht, was die Rüstungsmodelle angeht. Da gibt es dann noch vieles Neues. Okay, leerer Raum. What the fuck? Da drüben gibt es Antworten, nehme ich an. Was ist denn die Predator-Rüstung? Oh, besser. Ein zweiter Slot für Ashley. Ashley hat ein Schildmodul da drin, das können wir mal wechseln. Und dann geben wir ihr noch hier dieses kinetische Puffer. Jetzt müsste sie auch ziemlich viel Schild haben. Genau, 6 Schildpunkte ist das Maximum, was man bekommen kann. Ein Schildmodulator. Oh, ein Bioverstärker. Das ist wieder was für Kai Dahn. Mal schnell reingucken. Solaris, Gemini. Wirkungsdauereffekt. Oh no, oh no, oh no, no. Laufverlängerung. So, das ist Terminal und sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Da drüben ist noch was. Jetzt bin ich ja gespannt. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Logs herunterladen. Okay, die Cerberus-Gruppe wieder.
begeben sich zur Krankenstation auf Koi im Karkosystem des Hades Gamma-Clusters und eliminieren sie dort die Biotika. Okay, nee, das ist es nicht. Gate-Aktivitäten haben wir noch. Ach, das war's schon mit den Kolonien, okay. Ja. Aber die Cerberus-Gruppe ist doch amok gelaufen. Die sind doch allein unterwegs. Na gut. Also, viel Information haben wir hier jetzt nicht herausgefunden. Offenbar haben die Cerberus-Typen irgendwas damit zu tun. Die haben da wohl wieder irgendwie rumexperimentiert, wie schon mit den Rachni und den Creepern. Also kann man davon ausgehen, dass Binhex und Exogeny zusammen mit Cerberus gemeinsame Sache gemacht haben. Also muss Saren da ja auch irgendwie drin gesteckt haben. So, jetzt werde ich wieder zur Normandy zurück. Und dann haben wir dieses Geheimnis auch gelüftet. Aber da sind mehr offene Fragen als Antworten. So, dann würde ich sagen, nächste Folge aber wirklich Pulling Down the Sky. Also, bis dahin, ciao.